Bist du eine erfolgreiche Karrierefrau oder baust dir gerade dein eigenes Business auf und hast irgendwie wenig Zeit für die Liebe? Und du denkst, dass das der Grund ist, warum die Liebe wirklich nicht bei dir funktioniert oder warum du vielleicht gerade Single bist? Ich erkläre dir in diesem Video, warum das nicht der Fall ist und wie du wirklich eine erfolgreiche Karriere als Angestellte oder auch als Selbstständige führen kannst und gleichzeitig dein Liebesglück erschaffen kannst. Mein Name ist Simone Janiga, ich bin Liebescoach, Podcasterin und Autorin und möchte dir hier jetzt mein Wissen preisgeben, damit du wirklich in Zukunft in beiden Lebensbereichen absolut erfolgreich sein kannst. Ja, ich kenne das, wenn man denkt, okay, irgendwie habe ich jetzt gerade nicht die Zeit für die große Liebe, ich muss mich jetzt auf den Job fokussieren und alles muss ja irgendwie gut laufen, ich habe eine große Karriere vor mir oder ich habe ein Business gerade, was ich starte und irgendwie muss ich da jetzt meine ganze Energie reinlegen. Das ist ein Glaube von uns, den wir aber beiseite legen müssen. Das ist ein Glaubenssatz, denn du kannst beides gleichzeitig haben. Genauso wie wenn du beispielsweise dich beruflich weiter fortbildest oder weiter die Karriereleiter hochkletterst und trotzdem gesund essen kannst und Sport treiben kannst. Du musst einfach nur schauen, wieso es bisher nicht geklappt hat und ob du dir vielleicht die Zeit dafür bewusst noch nicht genommen hast. Denn Liebe braucht auch Zeit und Liebe muss auch angeschaut werden. Der Bereich Liebe ist sehr wichtig und hat ja auch super viele Facetten. Und du musst schauen, okay, warum hat es jetzt eventuell noch nicht geklappt? Ich kann mir vorstellen, dass auch ja, Dating ja, ein bisschen anstrengender ist, wenn man mal jede Woche irgendjemanden daten wollen würde. Das ist wirklich sehr schwierig, mit der Zeit zu vereinbaren. Aber wenn du wüsstest, was du genau im Leben willst, wenn du dich super gut kennen würdest und wenn du deine inneren Liebesbaustellen ja alle aufgelöst hättest, dann würdest du dich auch nicht mit jedem x-beliebigen treffen, sondern könntest viel schneller entscheiden, der ist es oder der ist es nicht, anstatt irgendwie auf viele Dates zu rennen, wo die Hälfte oder mehr als die Hälfte wirklich gar nicht mehr zu einem Zweitdate führt. Also, es gibt sehr wichtige Dinge, die du beachten solltest, nämlich zu denken, dass du nicht beides auf einmal machen kannst. Du kannst doch auch beispielsweise dich gesund ernähren, zum Sport gehen und eine Karriere führen. Dann kannst du auch eine Karriere führen, lieben und zum Sport gehen. Du kannst alles in deinem Leben vereinbaren, wenn du schaust, okay, wie kann ich das in mein Leben integrieren? Und wie kann ich mir bewusst dafür Zeit nehmen in meinem Alltag? Das ist das allererste, was du tun solltest. Und vor allen Dingen solltest du auch wissen, dass Liebe auch Zeit braucht. Du kannst nicht erwarten, dass du nichts tust, dich gar nicht damit auseinandersetzt, auf die Straße gehst und dann verlangst, dass irgendwas passiert oder dass irgendjemand wie vom heiteren Himmel runterfällt und auf dich zugeht. Das ist die Regel tatsächlich, dass es nicht passiert. Deswegen musst du alles dafür tun, dass du quasi innen drin aufgeräumt bist, damit auch eine Veränderung im Außen stattfinden kann. Denn wenn du jetzt beispielsweise schon länger Single bist, schon jahrelang Single bist, solltest du gucken, gibt es in dir vielleicht noch innere Blockaden, Baustellen, die ich vielleicht noch nicht behoben habe, dann solltest du dich wirklich intensiv damit auseinandersetzen und anstatt abends vielleicht ein Buch zu lesen, eine Sendung zu schauen oder vielleicht irgendwie ein Glas Wein mit einer Freundin zu trinken, vielleicht eine Stunde am Abend eher für den Bereich Liebe investieren und schauen, warum hat es bisher in der Liebe noch nicht geklappt. Ich reflektiere das Ganze mal und ich versuche mal wirklich die Ursache zu ergründen und nicht einfach nur stumpf in die Zukunft zu laufen, ohne zu wissen, warum es bisher in dem jetzigen Moment noch nicht geklappt hat. Und wenn du dich dann mehr damit auseinandersetzen wirst, dann wirst du Klarheit gewinnen. Und mit dieser Klarheit kannst du dann rausgehen und letztendlich wirklich jemanden finden, der zu dir passt, ohne noch mehr Zeit zu verschwenden und irgendwie viele Dates zu machen, die ganz ungeeignet sind. Denn wenn du in dir klar bist, wenn du deine Baustellen aufgeräumt hast, wenn du deine Vergangenheit wirklich hinter dir gelassen hast und deine Blockaden und deine Glaubenssätze verloren hast, die du eventuell noch im Bereich Liebe hast, dann kannst du nämlich wesentlich schneller jemanden kennenlernen, der zu dir passt. Du kannst es viel leichter erkennen, kannst viel schneller aussortieren und dementsprechend sparst du am Ende auch wieder Zeit. Also das, was du quasi mit Daten verschwendest, solltest du lieber, diese Zeit solltest du lieber investieren, um in dir zu arbeiten. Denn das ist wirklich nachhaltig. Das ist nachhaltig und das bringt dir was. Und wenn du jetzt denkst, so, ich weiß nicht recht, ob das was bringt, dann frage ich dich, hat es denn jetzt mit deiner Taktik geklappt?
Nicht, sonst würdest du dieses Video nicht schauen. Und deswegen versuch doch jetzt einfach mal meine Taktik. Und ich weiß, dass sie funktioniert. Ich bin ja Liebesberaterin. Ich helfe täglich Frauen, genau wie dir, die diesen Weg gehen. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte irgendwie mehr erfahren, dann melde dich natürlich gerne bei mir. Link ist einfach in meiner Beschreibung. Und dann kannst du mich einfach kontaktieren und wir schauen, warum es bei dir bisher noch nicht geklappt hat. Aber zu guter Letzt ist mir auch noch wichtig zu sagen, dass Liebe und Karriere wirklich funktioniert. Ich sehe es tagtäglich. Du darfst diesen Glauben nicht aufbauen, denn das ist meistens oft Selbstsabotage. Wir wollen nicht auf unsere blinden Flecken schauen. Wir haben keine Lust, uns manchmal mit uns selbst zu beschäftigen, weil das anstrengend ist, weil das mühsam ist, weil natürlich Wachstum auch immer ja hart in gewisser Weise ist, emotional ist, Sachen aufgeräumt werden müssen, die wir vielleicht extra in eine Schublade gepackt haben und die wir nie wieder anschauen wollten. Diese Sachen muss man dann eventuell wieder rausholen, um dann wirklich Klarheit für sich zu gewinnen. Und dann gehen wir in den Selbstsabotageprozess und der sieht wie folgt aus. Wir arbeiten einfach den ganzen Tag, treffen uns danach noch schnell mit einer Freundin, gehen vielleicht noch schnell zum Sport und danach haben wir ja gar keine Zeit mehr, uns mit der Liebe auseinanderzusetzen. Das ist dein Selbstsabotageprogramm, was jeden Tag ablaufen kann. Und in der Karriere gehst du immer höher, die Selbstständigkeit wird immer besser und besser und besser, aber die Liebe stellst du hinten an. Wichtig ist also, dass du wieder mehr Zeit für dich und die Liebe einräumst und wirklich guckst, okay, was hat noch nicht bisher funktioniert, wie kann ich das wirklich machen? Und dann kannst du schauen, okay, wen kann ich als nächstes daten, ne? Damit du wirklich erstmal diese ganzen Selbstsabotageprogramme beiseite legst, da wirklich ehrlich zu dir bist. Denn nur dann kann es auch wirklich funktionieren. Weil ansonsten, wenn dir dann jemand auf der Straße begegnen würde beispielsweise und der würde eigentlich super zu dir passen, aber dein Selbstsabotageprogramm läuft gerade, ich muss halt voll viel hasseln jetzt gerade oder ich bin richtig stark eingespannt, ich habe zu viel Verantwortung und der Topmann wird auf dich zulaufen, dann würdest du durch dieses Selbstsabotageprogramm direkt sagen, du hast keine Zeit im Moment für die Liebe. Du redest es dir selber ein, aber seien wir mal ganz ehrlich, wir haben genügend Zeit. Selbst du als erfolgreiche Frau oder als Selbstständige oder auch die sich jetzt etwas aufbauen möchte, du hast Zeit. Guck dir deinen Tagesplan an, guck dir deinen Wochenplan an und ich bin mir sicher, dass du dort Zeit findest für dich. Und wie gesagt, sortiere ganz genau und schau, okay, wenn du wirklich sagst, okay, ich habe wirklich komplett wenig Zeit dafür, ich weiß gar nicht genau, wie ich da rangehen soll, dann kannst du dir natürlich eine Abkürzung holen in Form beispielsweise durch mich und ich gebe dir einen Plan, den du abarbeiten kannst. Ne? Also das ist auch wichtig. Du kannst dir natürlich eine Abkürzung holen, wenn du möchtest, aber an sich hättest du die Zeit und deswegen solltest du diesen Glaubenssatz verlieren, dass du keine Zeit dafür hast, denn das stimmt in der Summe auf gar keinen Fall. Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass du dieses Video geschaut hast und ich hoffe, es hat dir neue Impulse schenken dürfen im Bereich Liebe. Mir ist es wirklich sehr wichtig, dass jeder in der Karriere und in der Liebe Erfüllung findet und nicht nur ein Lebensbereich wirklich lebt und dann am Ende merkt, hey, tatsächlich, ich habe mich da jetzt so reingehangen und jetzt ist es irgendwie zu spät für Familie und keine Ahnung, ich kann jetzt vielleicht gar keine Kinder mehr bekommen. Das finde ich sehr schade, wenn du das innen drin vielleicht sogar noch möchtest. Also, aufhör mit dem Selbstsabotageprogramm, such dir Zeit für die Liebe, hol dir gegebenenfalls eine Abkürzung und ja, leb wirklich alle Lebensbereiche, die du leben solltest, vollkommen aus und rede dir nicht ein, dass es nicht funktioniert. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wünschen, wenn du dich vielleicht meldest, mir einen Daumen hoch schenkst, ja, vielleicht auch einen Kommentar dalässt oder meinen Kanal abonnierst. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.